bald auf jeden Fall dann das Ergebnis. Okay, gucken wir uns das an. Was steht hier? Hier haben wir die Welle. Ne? Diese Welle ist halt mit einem Torsionsmoment links und rechts belastet. Und wir gucken uns auch den Querschnitt hier vorne an. Wenn wir uns den Querschnitt angucken, ist hier vorne eine dicke S2. Ja? Und hier haben wir eine dicke S1. Wir haben hier so einen Umlaufwinkel, in dem die dicke S1 so um 120 Grad hier umläuft. Das heißt, hier dieses Stückchen wären dann 240 Grad. Und wir gucken uns mal an, was wir hier ermitteln sollen. Hier steht, ermitteln Sie die Schubspannung im Querschnitt und den Verdrehwinkel. Okay, super. Was ist gegeben? MT, die Dicken sind gegeben, der Durchmesser ist gegeben. Wir sollten vielleicht hier noch hinschreiben, dass der Durchmesser, weil es sich um ein dünnes geschlossenes Profil handelt, viel, viel größer ist als S1 und S2. Das Schubmodul haben wir auch gegeben und die Länge L haben wir auch gegeben. Das heißt, es geht erstmal darum, dass wir die Schubspannungen in diesem Querschnitt ermitteln. Wenn wir Schubspannungen ermitteln, also das hier vorne, schreiben wir das hier mal hin, ja, ziehen wir das hier mal raus. Wir wollen die Schubspannungen im Querschnitt ermitteln. Das ist quasi der erste Teil der Aufgabe. Und dafür brauchen wir natürlich auch das Bildchen an dieser Stelle. Das sehen wir hier. Und ja, jetzt nehmen wir wieder die Standardformel, die wir haben, für ein geschlossenes, dünnes Profil. Das bedeutet, dass Tau Max nichts anderes ist als das Torsionsmoment MT. Das ist ja bekannt durch das Torsionswiderstandsmoment. Und für eine geschlossene Struktur haben wir gelernt, dass WT gleich 2 mal AM mal T ist oder T min. Ja? Das heißt, wir haben hier zwei Bereiche, 1 und 2. Das bedeutet, wir haben hier Tau, ich nenne das dann einfach Tau 1. Ja? Also das gilt hier für diesen Bereich. Und ich habe dann hier Tau 2. Also mache ich hier 1, 2. Und da unten mache ich dann auch, da muss ich die Formel nicht zweimal hinschreiben, 1 und 2. Das Torsionsmoment ist ja dasselbe. Auch hier 1,2. Und hier unten schreibe ich dann hin, ich komme da leider immer dran, ist dann auch 1,2. Das bedeutet, MT ist gegeben, aber WT1 wäre dann, das können wir vielleicht auch direkt dann hinschreiben, ja, da kann ich mir eine Zeile sparen. Das wäre Tau 1 wäre gleich NT dividiert durch 2 mal D Quadrat mal Pi dividiert durch 4. Und dann das T ist dann in dem Fall S1, ne? Das hier wäre dann in dem Fall S1. Ich glaube, ich habe das vergessen, hier vorne noch aufzuzeigen. Nee, habe ich nicht. Okay, alles gut. Und dann sehen wir hier vorne, kann ich die 2 mit der 4 hier unten noch kürzen. Dann steht da die 2. Die 2 kann dann oben in den Zähler. Also steht hier 2 mal MT dividiert durch D Quadrat mal Pi mal S1. Das wäre dann zum Beispiel, ich mache das mal orange, dann können wir das gleich orange entsprechend auch zuweisen. Das wäre die Spannung in dem Bereich Tau 1, also genau hier vorne, was orange ist, da wäre dann Tau 1. Und dann haben wir natürlich auch noch Tau 2. Und das Einzige, was sich hier ändert bei Tau 2, ist, das Torsionsmoment ist gleich, dividiert durch 2 mal, und dann haben wir hier den Durchmesser Quadrat mal Pi mal S2. Das mache ich dann zum Beispiel mal rot. Ja, das sehen wir dann hier. Und dann haben wir hier an dieser Stelle die Spannung hier, ja, überall. Schauen wir uns das hier an. So. Die Schubspannung Tau 2, die wir hier vorne sehen. Das wäre dann Tau 2. Das heißt, die Schubspannung, die kennen wir. Jetzt geht es darum, dass wir dann natürlich auch noch den Verdrehwinkel ermitteln sollen. Und den Verdrehwinkel, da brauchen wir eine andere Formel. Ja, die Frage ist, wie kann ich den Verdrehwinkel ermitteln? Das ist auch keine Hexerei. Dafür ziehe ich das Bildchen hier nochmal raus. Ja, das, was ich hier sehe. So, wir brauchen immer die Bilder. Ohne Bilder geht gar nichts. Ja, deswegen, wenn Sie Fragen stellen, bitte immer mit den Bildern bitte fragen. So, also, das heißt, wir haben hier erstmal unsere Formel, um den Verdrillwinkel zu ermitteln. Und ich nenne den Theta oder ich nenne den Delta Theta. Also, Sie können den auch Phi nennen, das spielt keine Rolle. Das ist aber nicht die Querkontraktionszahl, verwechseln Sie das nicht damit. Dann habe ich hier
In diesem, ich mache das mal so als Schnittmoment, ja, wenn ich hier so die Schnittmomente kennzeichne, so da oben drauf, habe ich ein positives Schnittmoment NT und in diesem Bereich, ja, wenn ich das hier mal so kennzeichne, ja, habe ich dann das Schnittmoment NT und habe hier entsprechend die Länge L, Groß L natürlich, und habe dann hier unten die sogenannte Torsionssteifigkeit und die ist das Schubmodul mal das Torsionsflächenträgheitsmoment IT, was wir hier vorne sehen. Wir haben eine geschlossene, dünne Struktur und IT können Sie in der Tabelle, die ich Ihnen gegeben habe, dann nachlesen. Und ich habe die auch nicht auswendig, sondern ich würde die dann hier, ich habe die hier oben bei der Aufgabe, ich muss die nochmal kopieren, gehe ich hier mal kurz zurück. So kann ich das hier hinschreiben und dann sehen Sie hier, IT ist viermal am Quadrat dividiert und jetzt kommt hier dieses Umlaufintegral ds durch ts. Ja, die Frage ist, wie können wir das lösen? Das zeige ich Ihnen. Erstmal natürlich am ist bekannt. Am ist natürlich die eingeschlossene Fläche. Wenn der Durchmesser bekannt ist, ist das d Quadrat mal pi dividiert durch 4. Ja, dann haben wir hier unten dieses Umlaufintegral und das Umlaufintegral bedeutet, wir müssen hier diese Bogenlänge ermitteln. Ja, hier diese Bogenlänge. Wir wissen, dass der Umfang, ja, ich mache das mal hier unten hin, der Umfang von einem Kreis entspricht 360 Grad, das ist ein Dreisatz. Und das entspricht dann Pi mal D. Ja. Und hier geht es aber darum, dieses Bogenlänge von 120 Grad ist dann nichts anderes. Ich muss hier die 360 Grad entsprechend dividieren, dann mit 120 Grad entsprechend multiplizieren. Dann habe ich hier quasi den Umfang 1, also von hier bis hierhin, dieses Bogenstückchen. Dann kann ich die 0 rausstreichen, die Grad, dann habe ich die 12, die 36, dann steht hier unten eine 3, die wir sehen. Und dann kann ich natürlich, der Rest ergibt dann U2 ist dann, können Sie genau dasselbe machen, steht hier 240 durch 360, das wäre dann Pi mal D mal 2 dividiert durch 3. Okay, super. Wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt IT ermitteln und IT ist dann nichts anderes als 4 mal, und dann sehen Sie hier natürlich den Flächeninhalt, D Quadrat zum Quadrat ist D hoch 4, Pi zum Quadrat ist Pi Quadrat. Die 4 da unten wird dann entsprechend zu einer 16 und dann dividiert durch das Umlaufintegral. Ich fange an, hier loszulaufen, zum Beispiel hier an dieser Stelle. Das wäre dann mein S2. Und zwar von hier bis hier, weil hier die Dicke entsprechend konstant ist. Das heißt, die Länge wäre dann U2. Und U2 ist nichts anderes als das, was hier vorne steht. Also Pi mal D mal 2 dividiert durch 3 mal, und jetzt hier unten noch die Dicke, und die Dicke war natürlich dann S2. Und jetzt haben wir natürlich noch dieses Stückchen. Wir müssen im Kreis laufen, im Kreis integrieren. Das ist das, was dieses Umlaufintegral sagt, also von hier bis hier. Und das ist dann nichts anderes als Pi mal, und das sehen Sie dann hier, ist dann Pi mal D dividiert durch 3 mal S1. Ja, das kann man jetzt noch ein bisschen verschönern. Das heißt, die 4 und die 16 kann ich hier entsprechend noch rausschmeißen. Und dann habe ich hier das D hoch 4. Das kann ich noch kürzen. Das mache ich mal mit einer anderen Farbe. Dann steht nämlich hier das die 4. Da wird eine 3 draus. So, und das kann ich hier auch noch rausstreichen. Aus dem Pi Quadrat wird ein Pi entsprechend oben und die 3 kann ich dann auch noch nach vorne setzen. Dann kann man das mal ein bisschen schöner machen. Das ist einfach nur Kosmetik, ist es nicht. Und hier steht dann d hoch 3 mal Pi und im Nenner steht dann die 4 und ich kann die 3 hier natürlich noch ausklammern. Dann steht hier entsprechend, hier unten steht dann entsprechend die 4. Die 3, die kann ich auch, oder die Drittel kann ich ausklammern, die kommt dann natürlich oben in den Zähler aufgrund der Kehrwertregel, macht dann hier die Klammer auf und dann steht hier 2 durch 2 dividiert durch S2 und hier steht dann ganz einfach plus 1 durch S1. Ja? Das hier würde dann einen Zahlenwert ergeben,
Den können Sie dann ausrechnen hier vorne und das können Sie dann, wenn das bekannt ist, hier dann einsetzen. Und aufpassen, das, was Sie hier rausbekommen, sind keine Grad. Ja, das sind Radianten, die Sie hier vorne haben. Das heißt, wenn Sie dann die Radianten 2 Pi entspricht entsprechend 360 Grad, müssen Sie, wenn Sie das in Grad dann umrechnen, auch wiederum den Dreisatz dann anwenden und bekommen dann hier an dieser Stelle diesen sogenannten Verdrehwinkel, Verdrillungswinkel oder ganz einfach die Verdrillung. MT ist bekannt, L ist bekannt, der Schubmodul ist bekannt. Das Einzige, wo das Problem hier bei der Torsion besteht, ist dann dieses Torsionsflächenträgheitsmoment, manchmal auch polares Flächenträgheitsmoment genannt, zu ermitteln und das erfolgt dann ganz einfach über diese Standardformel für die geschlossene Struktur. Und wie gesagt, das können Sie in der Tabelle dann nachlesen. Okay, und das ist quasi die Lösung von der Aufgabe.